Donnerlippchen. Spiele ohne Gewehr. Guten Abend. Vielen Dank. Danke, danke. Ich bin unheimlich kaputt. Ich muss ja immer 5:45 aufstehen. 6:30 machen die Läden zu. Thomas Gottschalk hat ja in der vorletzten Sendung die neue deutsche Sinnlichkeit ausgerufen. Und da bin ich ja nun der Erste, der laut ruft, hinterher! Nicht? Sie erinnern sich noch an Cher, die musste ja... Durfte ja nicht so auftreten, wie sie gekommen war. Die musste ja ein ZDF tragen. Zweites deutsches Feigenblatt. Nicht? Das machen wir natürlich nicht. Ich suche ein Paar, was schon ein bisschen zusammen ist und glaubt, alles voneinander zu wissen und nicht so lange, dass sie schon wieder alles voneinander vergessen haben. Also junge Paare so gerade in der goldenen Mitte. Schön, dass Sie alle aufzeigen. Das ist sehr lieb, ja? Tja, Sie zeigen alleine auf, das verwundert mich. Ah, der Olle sitzt hinten. Ja, das ist wie im Auto, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Gucken Sie doch nicht so ängstlich. Sie wirken hübsch. Kommen Sie beiden mal zu mir. Kommen Sie doch mal zu mir. Das ist Frau Wunderlich und Herr Wunderlich. Wie lange sind Sie schon zusammen? Ach, wie lange ist es jetzt her? Schön, Sie wissen ja wirklich alles voneinander. Das fängt ganz sehr gut an. Da will ich gar nicht weiter fragen, dann fangen wir mal sofort an zu spielen. Sie, Herr Wunderlich, darf ich vielleicht einen Moment hinaus bitten? In der Zeit spreche ich mit Ihrer Frau die Fragen ab, in denen Sie dann Übereinstimmung erzielen. Ja? Ja. Ein kleines Momentchen nach hinten treten. Frau Wunderlich ist eingeweiht. Ja? Jetzt zeigen wir Ihnen mal noch jemand. Komm mal bitte raus, Doris. Sie sehen eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest in der Statur. Das ist wichtig, denn Doris wird uns helfen, Herrn Wunderlich aus Leibeskraft zu verladen. Ja? So, du gehst jetzt wieder rein. Es wird um Fragen gehen, Kleidergröße und so etwas. Die Antwort werden Zahlen sein. Ne? Und egal, was der Mann sagt, ist es falsch. Egal, was er sagt. Hm? So, jetzt warten wir auf den Herrn. So, Herr Wunderlich. Was? Das kann man gut sagen. Es ist jetzt folgendermaßen. Ich werde Ihnen Fragen stellen, die mit Kleidern zu tun haben. Die Antwort werden Zahlen sein. Hat Ihre Frau in der Zwischenzeit schon auf die Rückseite der Drehtürchen geschrieben? Zahlen. Ja? Ja, und dann ist es so, wenn Sie Übereinstimmung erzielen, Sie beiden in den Antworten, addiert sich das zu einem wundervollen Preis, von dem Sie sich jetzt noch gar keine Vorstellung machen. Wenn Sie keine Übereinstimmung erzielen, dann gibt es eine kleine Strafe und es sieht so aus, dass Ihre Frau das betreffende Kleidungsstück ablegt. Ja? Einverstanden? Ja, wenn Sie das mitmachen. Ne? Ja, nur, oder? Kommen Sie mal in die Umkleidekabine, bitte. Ach, das... Das wird lustig. Das wird lustig. So, und damit wir da auch dann alle ein bisschen von haben. Licht an. Frau Wunderlich, darf ich Sie vor den Fernsehschirm bitten? Ja, ich komme. Ja. So, jetzt geht's gleich los. Herr Wunderlich, pass auf, es ist ganz einfach.
Die erste Frage dreht sich um Schuhe. Die Frage ist, wie viel Paar Schuhe besitzt Ihre Frau? 15. 15, sagen Sie. Die meisten davon von Ihnen geschenkt? Nein. Nein? Nein. Noch nie? Anziehsachen muss ich selber holen. Verstehe. 15 Paar Schuhe, sagt der Mann. Und was steht? 19. Fast. Ja, aber falsch. Frau Wunderlich, darf ich Sie bitten, die Schuhe abzulegen? Und bitte hier so rüberwerfen. Die hatte ich vergessen, die sind neu. Die haben Sie vergessen. Ja, dann wären Sie trotzdem nur auf 16 gekommen. Ne? Ja, so muss man das ja auch mal sehen. In der nächsten Frage dreht es sich um Röcke. Und da sagen Sie mir bitte exakt die Taillenweite Ihrer Frau. Das ist das hier, ne? Ja, bei mir... Ja. Also nicht die Größe, ne? Nee, wenn Sie mit... Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit dem Zollstock immer um Ihre Frau rum. Auf die Anzahl Zentimeter, die Sie da kommen, hier. 62. Wollen Sie das nochmal überdenken? oben, unten, Mitte. Was ist Mitte? Also sagen wir mal, ja. 90. Ist das zu viel? Sie haben jetzt 90 gesagt. Und das werden wir jetzt mal kontrollieren. 90. Ich hab doch vorher 62. Ist das Ihre zweite Ehe? Haben Sie was verwechselt? 90. War doch nicht schlecht, doch 62. Ja, wäre beides falsch gewesen. Sie brauchen sich jetzt nicht zerfleischen und selbst vorwürfen. Das wäre in jedem Falle. Frau Wunderlich, Ihr Rock, bitte. Ja, man kann nicht. Was? Spielregeln. Geht es nicht. Klemmt es. Was denn? Ja. Na. So, jetzt sprechen wir über die Bluse. Und die Frage lautet, was ist der Preis der teuersten Bluse, die Ihre Frau zu Hause im Schrank hat? Die teuerste Bluse, die Ihre Frau besitzt. Wird ja wohl ein Geschenk. Ach nee, Sie kaufen ja nichts. Ich vergaß. 120 Mark. 120 Mark. Gut, warum nicht? Es kann ja stimmen. 120 Mark. Wenn es nicht stimmt, wissen Sie ja, was passiert, nicht? 79. Oh. Schatz! Frau Wunderlich, es tut mir sehr leid. Bitte die Bluse. Nein! Bitte die Bluse ausziehen. Ja, damit konnte nun keiner rechnen, nicht? Danke sehr. BH. Bitte die, ich weiß es nicht, die exakte BH-Größe Ihrer Frau. Das ist so ähnlich wie... Ja, wie eine Autonummer. B2. Das ist eine Autobahn. Bestehen Sie auf B2? Ja, ist ja egal. Ja, so egal ist es auch wieder nicht. B2, sagt der Mann. 85. Ist doch eine Hutgröße. Ich kenne da nicht so viel von. Egal. Frau Wunderlich, bitte. Den Büstenhalter? Nein, das stimmt nicht. Zwischen 85 und B2 ist schon rein numerisch ein gewaltiger Unterschied. Wenn Sie das Teil mal bitte ablegen. Frau Wunderlich, ich kann ja auch nichts dafür, dass Ihr Mann überhaupt im Prinzip keinerlei Kenntnisse über Sie hat. Ich muss auch demnächst lernen. Auch ein bisschen. Na. Und jetzt muss Ihre Frau rauskommen. Ne? Ich bin aber... Die Schuhe geben wir ihr zurück, weil so kann man sie ja nicht rauslassen. Vorsicht. So, Frau Wunderlich, sind Sie so nett, ziehen Sie die
Schuhe an, damit sie uns nicht so kommen. Und wenn sie anhaben, kommen sie bitte raus. Schön, nicht? Das ist unsere Doris, also lieb, bring das mit. Oh, das gute Stück. Danke dir herzlichst. Frau Wunderlich, wenn Sie dann auch kommen. Bitte das Ding raus. Wie viele Wochen? Ja, fahre bitte. Wie viele Wochen haben Sie das? Wie viele Wochen? Zack, zack. Wie viele Wochen haben Sie das vor ihm geheim gehalten, vor Ihrem Mann? Eins, zwei, drei. Zwei Wochen hat die sie geflunkert. Und war es schwer? Es ging, es war lustig. Wie habe ich das gemacht? Toll, Doktor. Neue Männer braucht das Land. Ja. Zwei Wochen. Und hat Spaß gemacht. Ja, ne? Ja, das ist schön. Riesig. Deshalb war ich aufgeregt. So, jetzt sprechen wir mal über Ihren Preis. Wenn Sie mal hier drauf gucken auf die Leinwand, das ist Salzburg. Waren Sie da schon mal? Wir waren schon mal in Salzburg, ja. Sogar zusammen. Ah, das ist schön, dann kennen Sie Salzburg, ja. Fahren Sie wieder hin. Silvester, ein super Wochenende. Silvester in Salzburg. Ja? Ich danke Ihnen herzlich. Es war toll. Ich bedanke mich bei Ihnen, lieber Platz. Danke noch, viel Spaß. Wir haben wie immer einen prominenten Ehrengast in einen Sack gesteckt. Sie hier im Studio haben drei Möglichkeiten, darauf zu kommen, wer es ist. Und hier kommt der erste Film. So, mein lieber Sack, sag mal, bist du Zoodirektor und probierst deine eigenen Geräte aus? Ich habe schon viel ausprobiert, aber im Zoo wollte ich nicht landen. Auch nicht als großes Tier in der Politik. In jungen Jahren habe ich schon Verschiedenes gemacht. Ich war als Student im Kabarett, LKW-Beifahrer, Diskjockey, Schauspielschüler und so weiter. Aha. Bist du denn überhaupt ein Deutscher? Ich spreche Deutsch und ich trinke gerne Kölsch, weil ich in Köln wohne. Aha. Und wo gehst du jetzt hin? Vielleicht zur nächsten Gala-Veranstaltung mit viel Publikum. Das mache ich auch. Schön. Also bist du ein Sänger? Nein, nein. Ich habe nur einmal im ARD-Wunschkonzert gesungen, im Duett, aber nicht mit dem hier. Aha, einmal gesungen, aber Sänger ist er nicht. Naja, Sie haben noch Möglichkeiten, das rauszukriegen. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben wieder mal ein Teamspiel und hier kommt unser rotes Team. Und das grüne Team. Herzlich willkommen. Beide Teams aus der Süßwarenindustrie. Und Herr Reinbott, was machen Sie da? Ich bin Berufskraftfahrer. Beruf, also Sie fahren die Pralinchen oder was es ist, aus. Und was macht Frau Matti? Sekretärin in der Werbeabteilung. In der Werbeabteilung. Und der Herr Ludwig? Von Beruf Elektriker, aber ich muss gar mehr rundlutschen. Die Vierecke. Schön. Das ist ja toll. Das ist wunderbar. Herrlich. Und die Herr Di Maio? Schöner Name. Was machen Sie? Bonbons. Sie stellen die her? Nee, temporär. Temperieren? Ja. Was ist das? Die Masse abkühlen lassen. Ach so, Sie machen die Bonbons kalt, sagen Sie das doch gleich. Frau Müller, was machen Sie? Ich bin die Geschäftsführerin. Ah, die Chefin spielt selber heute. Ja, und Herr genau. Weber? Ich koche das Ganze. Sie kochen das, also Sie machen das kalt, weil er kocht das und Sie finden das gut. Herrlich. Ich darf Sie gleich hier runter bitten. Bleiben Sie doch mal so ein bisschen bei mir. Sie kennen das schon, wir werden uns jetzt mit dem Transport von Süßwaren befassen, und zwar mit dem Lufttransport. Ich darf mal um die Munition bitten. Meine Lieben. Herzlichen Dank. Das sind jetzt alte Marshmallows, nicht? Da ist das Verfallsdatum überschritten. Die sind auch schon eingestaubt, also nicht, dass wir hier mit funktionierenden Lebensmitteln arbeiten. Es wird so aussehen, einer lädt nach, einer schießt, einer fängt, und zwar mit dem Munde. Hm? Das Bonbon muss vollständig im Mund verschwinden und dann können Sie es natürlich ausspucken, weil es ist ja ungenießbar. Sie haben sich schon abgesprochen, nehmen Sie bitte Ihre Positionen ein. Wir freuen uns auf einen fairen und spannenden Wettkampf.
Sie haben eine gewisse Zeit zur Verfügung und wer dann die meisten Marshmallows wenigstens einen Moment im Munde hatte, trägt einen fürstlichen Preis davon. Auf die Plätze, fertig, los! Gab es einen Sieger? Wie viele Punkte hat das grüne Team? Null. Und das rote Team? Drei. Das ist eine klare Entscheidung. Sie haben gewonnen. Macht doch nichts. Macht doch nichts. Trostpreise für euch. Donner Lippchenjacken. Vielen Dank. Guckt doch nicht so traurig. Wird doch nicht schlimm. Und für euch machen wir eine schöne Betriebsfeier mit allem Drum und Dran. Hm? Ich bedanke mich. Euer Applaus, wenn ich euch bitten darf. Danke. So, wir haben etwas ganz Furchtbares gemacht mit einem Kollegen aus dem seriösen Fach, also ein Moderator, der vom Journalismus kommt. Dem haben wir gesagt, er kriegt eine neue Fernsehserie. Was ganz Tolles, Diskussion mit Wissenschaftlern. War noch gut. Und die Einzelheiten wird er dann selber erzählen. Es war alles echt, die Bühne, die Kameras, der Ton, der Moderator selbstverständlich, hat sich auch in das Thema reingeschafft, es war ganz furchtbar. Nur die Diskussionsteilnehmer, diese Wissenschaftler, das waren unsere Leute. Schauen Sie sich das einmal an. Kontrovers, Wissenschaft im Streitgespräch. Mit Andreas Ernst. Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ihre erstaunten Gesichter zu Hause kann ich mir jetzt relativ gut vorstellen. Statt des Testbilds bewegte Bilder hier im Dritten. Sie haben das große Glück, zur auserwählten Schar derjenigen zu gehören, die hier eine sogenannte Pilotsendung miterlebt. Das heißt, eventuell erleben Sie die erste Sendung einer kommenden Serie 1988 im Dritten. Und das ist die sogenannte Pilotsendung, das heißt der Vorstart dazu. Ich möchte Ihnen das Sendekonzept von Kontrovers kurz erklären. Wir werden Wissenschaftler einladen, die ein ganz bestimmtes Themengebiet bearbeiten. Diese Wissenschaftler werden unterschiedliche Standpunkte haben. Sie wissen, dass sie diesen Standpunkt zu verteidigen haben, wissen aber nicht, gegen wen. Gut. Heute geht es um die Gentechnologie, um Genmanipulation. Und dazu haben wir insgesamt vier Wissenschaftler heute hier eingeladen bei Kontrovers. Ich möchte Sie erstmal begrüßen und dann der Reihe nach vorstellen. Hier zu meiner Rechten sitzt Dr. Andrea von Hohenstein. Sie sind Lehrbeauftragte für Ethik an der Gesamthochschule Paderborn. Daneben sitzt Dr. Ludwig Millwitzer. Sie sind Moraltheologe an der Universität in Münster. Hier neben mir Professor Dr. Christoph Siebrasse, Humangenetiker am Max-Planck-Institut in München. Und dort außen Dr. István Sigeti. Sie sind Biologe an der Freien Universität Berlin. Gut. Frau Hohenstein, ich möchte mit Ihnen anfangen. Vor ungefähr, ja, ich schätze so 10, 11 Tagen ging eine Meldung durch die deutsche Presseagentur, auch durch andere Nachrichtenagenturen, dass es in Australien zum ersten Mal gelungen ist, ein sogenanntes Superschaf zu züchten, mit Hilfe von Genmanipulationen. Dieses Schaf wird 1,5-mal so groß wie ein normales Schaf, ist widerstandsfähiger und trägt mehr Wolle. Was ist das für Sie? Ein Traum oder ein Albtraum? Tja, ich muss dazu sagen, dass dies für uns doch ein enormer Albtraum ist. Ich will Ihnen nur was sagen. Wir arbeiten in München zurzeit an einem Gen, das die Aggressionen, das den Adrenalinhaushalt regelt. Oh, das wäre schon, das ist gut, das können wir schon mal brauchen. Da sind wir zurzeit dran am Arbeiten und Sie werden also doch wissen, wie viel in der Welt bereits durch die Tatsache, dass zu viel Aggressionen aufgebaut ist, passiert ist, von Kriegen bis zu Einzelnen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Sehen Sie jetzt zum Beispiel mal unsere Frau Hohenstein. Sie sitzt hier nett und ruhig und passen Sie auf, was jetzt gerade passiert. Das geht doch nicht.
Wir hätten den Andreas natürlich, wir haben ihn eingeladen, er wäre auch gern gekommen, aber er konnte heute leider nicht aus beruflichen Gründen. Aber einen Preis, selbstverständlich wie immer, Silvia, darf ich mal bitten. So, Andreas, für dich, die Adresse hast du. Natürlich. Erstaunlich. So, jetzt suche ich fußballbegeisterte Paare. Wenn diese Paare, die das betrifft, einmal aufstehen würden. Fußballbegeisterte Paare. What? Nur hier ein Block? Ist aber ulkig. Ihr zwei. Das ist schön. Wen haben wir da? Frau Schulze und Herr Schulz. Wenn ich euch gleich mal rausbitten darf, ihr kriegt Sportklamotten an. Ja? Und in der Zwischenzeit der zweite Hinweis auf unseren prominenten Ehrengast im Sack. So, da sehe ich Pferde, aber ich sehe keinen Sack. Da ist er. Da bin ich. Ah, mit Pferden. Pass auf, jetzt weiß ich. Dann kannst du nur Pierre Briest oder Heinzi Kastorf sein. Aha, du sprichst auf meine Reiterkünste an. Ja. Ach, guck mal. Also ich stelle mich nur so an. Ja. Aha. Ja, aber was soll ich denn nun mit dir an... Oh. Das war ich nicht. Nee, das habe ich gesehen. Hier bin ich wieder. Ja, sag mal, deine Stimme, die gefällt mir nun sehr gut. Ja, findest du? Ja. Ich habe sie auch 15 Jahre dem WDR geliehen, im Radio. Und dann 4 Jahre auch RTL. 4 Jahre RTL, das ist ja merkwürdig. Wenn du Fernsehen machst, machst du das allein oder mit anderen? Grundsätzlich allein, aber bei Musikshows, da trete ich gerne mit einer schönen Frau an meiner Seite auf. Wie schön. Und deine erste Sendung, was war das? Erste große Fernsehshow, das war gleich eine Eurovision-Sendung, Samstagabend. Ein Städtequiz allein gegen alle, 13 Mal. Jetzt sehe ich eine gewisse Ratlosigkeit auf Ihren Gesichtern. Das ist doch durchaus angebracht, aber einen Hinweis bekommen Sie noch, also nicht verzweifeln. Und hier kommt unser Fußballerpaar. So. Ist es nicht lustig, aber ich von da erwartet. Es gibt ja diese Geschichte, wo der Prinz die Prinzessin vor Unbill rettet. Ne? Und es ist eben so, wir haben einen international erfahrenen Torwart. Der ist zu überwinden. 5 Mal. Ne? Also praktisch 11 Meter schießen. Aber man sollte den Mann nicht unterschätzen. Er ist also in einer Linie zu sehen mit Kasparov und Peter O'Toole. Also ein richtiger Könner im Tor. Und es wird so sein, jetzt schießt der eine und der andere Partner muss es ausbaden. Ne? Sie sind Fußballer. Klar. Und Sie? Zuschauer, haben Sie schon mal einen Ball getreten? Nein. Das ist schlecht, weil das werden Sie müssen. Es ist nicht etwa so, dass er schießt, sondern Sie schießen und er wird es ausbaden. Ist das nicht ulkig? Wir schauen uns mal gemeinsam den Torwart an. Vorhang bitte auf. Ja, er wirkt ein bisschen kümmerlich, aber der Mann ist nicht zu unterschätzen. So, und jetzt kommen wir zu dem, was dann passieren wird. Für den Fall, dass Sie ihn nicht überwinden. Der Vollstrecker! Darf ich Sie da hinauf bitten? Wir haben natürlich den Mann ein bisschen imprägniert. Und jetzt sehen Sie auch, wie Dr. Klinker-Emden zu seinem Namen kam. Einmal mehr, er wird ihn jetzt einklinken. Und eine andere Volksweisheit. Oft ist man nicht auf Rosen gebettet. Rosen haben Dornen. Hm? Ja. Dr. Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie fertig sind. Wow.
Ein letztes Wort vielleicht noch von Ihnen. Trauen Sie es Ihrer Frau zu? Und wer gesünder? Tja, wer droht? Jetzt wird ihn aber gerade hier. Jetzt werden wir mal das Bällchen enthüllen. So. Wie gesagt, der Torwart ist fünfmal zu überwinden. Wenn Sie das schaffen, passiert ihm gar nichts und Sie haben einen schönen Preis. Sie wohlgemerkt. Er ist in dem Fall nur für die Bestrafung. Bitte, der erste Schuss. Ja, da würde ich dann sagen, das war kein Tor. Ne? Das macht ja nichts. Vollstrecker. Und gleich den zweiten. So. Es ist gut, Doktor, es ist gut. Und der dritte Schuss. Oh, Doktor! Nicht auf die Kontakte. Und jetzt läuft er. Moment, lass ihn erst wieder gerade. Aha, das ist eine Panne. Er kann nicht mehr. Ich würde sagen, das reicht auch. Ein Tor haben Sie gemacht. Zweimal ist er ins Wasser. Kommen Sie wieder runter. Sehr schön. Und Sie haben noch nie einen Ball getreten. Ganz wunderbar. Herrlich, herrlich. War das nicht schön? Prima. Hören Sie mal, Sie haben eine ganz tolle Frau, noch nie Ballkontakt gehabt und gleich ein Tor. Es ist großartig, das ist ein Preis wert. Preis wert. Preis wert war das nicht. Wenn Sie jetzt mal schauen wollen. Oh. Gefällt Ihnen das? Ja. Das ist jetzt Ihres. Vielen Dank. Bitte schön. Tschüss. Und Sie machen sich schnell wieder treffen. Alles klar. Herzlichen Dank. Euer Applaus. So, der dritte und alles entscheidende Hinweis auf unseren prominenten Gast im Sack. So, mein Lieber. Ja. Jetzt sag mal was. Was willst du denn wissen? Ich möchte wissen, wie viele regelmäßige Sendungen du machst. Vier im Moment. Ein Wissensquiz, eine Musikshow, eine Sendung mit Schadenfreude und die ARD-Fernsehlotterie. Ah, mit Schadenfreude. Sag mal, haben wir zwei eigentlich schon mal was zusammen gemacht? Ja, Blödsinn. Wir sind zusammen im ARD-Wunschkonzert aufgetreten und dabei hast du dich mich ganz schön nass gemacht. Ich soll das gemacht haben? Ja. Und seitdem wirst du die Liebe... Also ich wünsche es dir nicht, aber ich bin ganz scharf auf Pleiten, Pech und Pannen. Jetzt acht mal, was der Elefant da schreibt mit seiner Brüsselsprache. Alles oder nichts, hat er geschrieben. Ja, und jetzt sollte es Ihnen klar sein. Bitte schreiben Sie die Antwort auf den dafür vorgesehenen Teil Ihrer Eintrittskarte. Unsere überaus bezaubernden Assistentinnen kommen jetzt einsammeln. Wir haben einen Film gedreht, gegen den sich Zombie ausnimmt wie das Sandmännchen. Alles Weitere erkläre ich Ihnen, während er läuft. Bitte, Film ab! Dieses wirkt auf den ersten Blick wie ein stinknormales Taxi. Aber der Schein trügt. Da! Die Tasche mit der Kamera. Da eine Plakatwand mit Kameras. Und da der Macher im Hintergrund, Markus Bostel.
Der Satan der Elektronik. Er steuert das Taxi fern. Sie sehen selbst, kein Fahrer, kein Gast und es fährt. Es ist nicht schwer, sich auszumalen, was in den Fahrgästen vorgehen wird. Ein halbes Jahr Entwicklung steckt in diesem unscheinbaren roten Kästchen. Man kann es bei Filmaufnahmen benutzen. Kurt Felix könnte es, wenn er originell sein wollte, auch mieten. Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, was war mit den Fahrgästen? Und hier einige Impressionen. Hier steigt eine einzelstehende Dame ein. Das ist wieder er. Und jetzt jedet gleich ab. Hey. Der Mann hat auch noch. So, hier lösen Sie, gnädige Frau. Jetzt kommt er. Guten Tag, das war ein Scherz für die Sendung Donner Lippchen. Sie waren soeben im Fernsehen. Er nimmt es mehr von der heiteren Seite. Die Dame grübelt noch. Soll das nett sein? Und das ist jetzt ein Ehepaar aus Irland. Und der Mann nimmt das Auto langsam aber sicher auseinander und zwingt es auf diese Weise zum Halten. Wir leider nicht mehr auftreiben, aber Frau Kaiser und Frau Badenheuer sind da. Was haben Sie nur wirklich gedacht, Frau Kaiser? Gar nichts. War so überrascht erstmal und ich dachte, okay, mir kann nichts passieren, weil ich hier hinten sitze. Und Sie können froh sein, dass ich kein Hämmerchen dabei hatte. Sonst hätte ich die Scheibe eingeschlagen. Oder unserem Redakteur ein bisschen auf die Nuss gegeben. Nee, der war zu nett. Der war zu nett? Ah, nee, oder der Kameramann. Ja, nee, das war doch der Redakteur. Ja. Das macht er immer selber. Was haben Sie gedacht? Auch gar nichts. Gar nichts? Nein. Aber so richtig, so Angst haben Sie nicht gehabt? Nein, überhaupt nicht. Hatten Sie doch Vertrauen in den WDR und haben gedacht... Das wusste ich ja vorher nicht. War die Erleichterung groß oder haben Sie gedacht, das sind dafür ein paar... Ich sag das Wort jetzt nicht. Die Erleichterung war schon groß. Gut, dann hoffe ich, dass wir Sie damit ein bisschen trösten. Da haben Sie ja eine Zeit lang dran zu trinken. Danach werden Sie auch Erleichterung spüren. Vielen Dank, Ihr Applaus. Und hier kommt unser prominenter Ehrengast im Sack. Das ist doch ein Sack. Das ist eine sackstarke Überraschung für Sie. Gell? Nein, ist es nicht. Weißt du, was ich noch... Ich habe etwas geahnt und habe mir bei dem Max gemerkt, der trägt den Ehering auf der linken Seite und danach habe ich geguckt. Siehst du, auch eines haben wir gemeinsam, wir sind beide verheiratet. Aber ich muss doch sagen, bei Karel, da komme ich wenigstens in die Sendung rein, weißt du, im Bett. Bei dir muss ich in diesen Sack rein. Kannst du mir jetzt mal erklären, was wir mit dem Publikum machen? Die möchten gerne einen Preis haben. Die sollen ruhig einen Preis haben, aber ich muss dir vorher noch was sagen. Auch deine Kollegen von Donner Lippchen. Bevor du weitersprichst, ist es die Entführung auf der Autobahn? Ja. Die haben das mit dir gemacht. Ich muss es den Zuschauern erklären. Mein Team, ja? Dein Team. Alle, wie sie nichts, da sind. Ich bin ganz sauber. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Die haben dir ein Ei gelegt. Er war nämlich unterwegs nach Paderborn. Gell? Ja. Und dann hat die Polizei ihn rausgenommen, weil du einem
als Beifahrer einem anderen Autofahrer den Vogel gezeigt hast. Was weißt ich du? Ja nie tun würde, das war nie, ja das Lächerliche. Nein, ja. Nein, du bist immer sehr subtil, würde ja. ich sagen. Und ja. das haben deine Kollegen von Donnerlippchen aufgenommen. Die haben mich gebeten, den Film mal hier einzuspielen und das zu zeigen. Nicht? Männer, macht ja. euch auf was gefasst. Jetzt, glaub, gehen wir mal die Bühne frei. So laut hast du Musik gehört, gell? Vielleicht ist dieses Zeichen ja auch ein Versehen. Ich habe vergessen, es auszumachen. Du fährst wie Drogen da hinterher. Ja, den Keller muss ja rein. Ach, eine Wanze im Auto habe ich auch noch. Was soll ich denn hier großartig gemacht haben, Strafbares? Das können wir gleich in der Woche regeln. Deswegen bitte ich Sie, Ihren Ausweis mitzunehmen, beziehungsweise Ihren Reisepass. Scherz, ne? Das ist kein Scherz, nein. Warum? Es kommt des Öfteren vor. Das Schlimme dabei, ja? Ja. Dass eigentlich der Beifahrer ja. im Verkehrszeichner einen Vogel gezeigt haben soll. Ich kann gelesen. Ja. Bitte? Ich habe gelesen die ganze Zeit. Ja, ich kann das von hier aus nicht beurteilen. Ich muss das eigentlich annehmen, was wir über Funk von den Kollegen mitbekommen haben, was der Verkehrsteilnehmer uns mitgeteilt hat. Ja. Trägt von Ihnen hier mal deine Brille? Als Kind habe ich eine Lesebrille gehabt. Als Kind, jetzt fangen Sie gerade, die ist richtig dicht. Wie haben wir denn nochmal die neuesten Erkenntnisse nach dem Kennzeichen? Und der kann eine Brille oder Irrtum sein. Ich meine, passen Sie auf. Vogelzeiger soll eine Brille tragen. Wir müssen dem nachgehen, was uns mitgeteilt wird. Der Verkehrsteilnehmer hat sich vermutlich im Kennzeichen geirrt. Wir haben ein anderes Kennzeichen, was das genau war das jetzt? 8178. Das trifft ja mit Sicherheit nicht zu auf Ihr Fahrzeug. Mercedes gibt sicherlich viele. Sie tragen keine Brille. Wie gesagt, als Kind. Als Kind, ja, nun, das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne Sie nicht. ich wünsche Ihnen desto trotzdem gute Weiterfahrt. Ich habe mir die Personalien notiert. Sollte noch irgendwas kommen, werden Sie von uns hören. Sie sehen Sie jetzt wieder sicher, dass kein Scherz vorliegt. Es gibt ja so Fernsehsendungen. Ich bin ganz sicher. So. Hast du gehört? Ja, hast du gehört? Ich war es nicht. Ich weiß ja, wo die Kamera war. Die habe ich nicht gesehen. In diesem scheiß Kugelbaum. Jetzt lass doch endlich mal den Warensack rein. Die Leute wollen was gewinnen. Ja, da hast du aber auch recht. Der Sack, da kommt schon der Ware. Sack. Hast du das auch gewusst? Ich bin der einzig wahre Sack der Sendung. Der einzig wahre Sack. So. Er macht ja keine Vorstellung, was er mit so einem Sack aushalten muss. Weißt du, ich wollte nicht mit leeren Händen herkommen. Ich will ja auch was zur Unterhaltung beitragen. Ich kann nämlich einen Zaubertrick, aber den kann ich normalerweise nur mit einer Kiste. Aber würde ich meinen, geht ein Sack auch? Ein Sack geht auch, da müsst du mitspielen. Ich nicht ja, Zaubertrick. Ja. Lass mich zaubern. Ja, ja, ja gut. Also, nicht präpariert, der Sack. Nicht präpariert. Ich glaube, ich mal in den Sack rein. Explodiert er jetzt? Komm, geh mal in den Sack rein. Ich rein. Ja, habt ihr mir nicht schon genug angetan? Nee, jetzt. Ist das damit der Zaubertrick funktioniert, musst du wirklich da reinsteigen. Ist es wirklich, also, ja. dass ich ein alternder Ansager auf meine Kosten einen schönen Abend mache? So. Hüpf einmal hoch. So, jetzt hochhüpfen. So, noch jetzt nochmals fest. Strecke. So, jetzt bin ich oben zu. Jetzt machen wir zu. Jetzt kommt dann der Trick, passen Sie auf. Achtung. Max ist ein hervorragender Assistent. Wenn Wie fühlst du dich da drin im Sack? Wenn du mich jetzt in den Sack trittst, ist was los hier. Jetzt. So, Moment, Moment. So, fest gezogen. Wie fühlst du dich wie eine Engadiner Nusstorte hier? Wie nehme ich an? Jetzt kommt der Trick, liebe Zuschauer. Ey, wusstest du, dass Paola hier mit drin ist? Nein. Der Trick ist, dass er nicht mehr rauskommt. Gell? Bis zum Schluss der Sendung. Wir lassen ihn da drin. Das ist der Trick. Jetzt, was kommt jetzt eigentlich dran, mein Lieber? Was bitte? Machen wir als nächstes? Jetzt kommt dieser Tisch herein. Ja, dieser Tisch herein. Bitte schön, wir brauchen dich gar nicht mehr. Bleib du ruhig. Ja, dann kann ich ja gehen. Nein, da hier, da hier. Hier bleibt. Du bist unser Notar. Du bist der Notar. Du bist hier. Du ziehst den Preis. Ja, aber ihr wisst nicht, wie das Ding ausgeht. Du siehst doch jetzt, wie überflüssig du bist. Wir haben nämlich das alles schon aufgemacht. Wie viele Karten sollen wir ziehen? Eine, Max. Eine, danke. Eine. Zeig die schön. So, einmal in die Kamera. Gut. Max Schautzer steht drauf, richtig geschrieben. Werner Hennen oder Hannen? Hennen, würde ich sagen. Oder Hannen? Hennen. Was er gleich da hat. Was er gewonnen hat, dürfen wir jetzt sagen? Ja. Werner Hennen oder Hannen hat gewonnen. Ein Aufenthalt, 2 Tage für 2 Personen bei der Aufzeichnung von Pleiten, Pech und Pannen in München mit allem Drum und Dran. Einverstanden. Wunderbar.
Jetzt muss der Tisch raus. Ja. Der sagt gleich hier. Sehr witzig, Max. Ja. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt das Finale, ihr Blödmänner. Was wolltest du sagen zum Finale? Zum Finale wollte ich sagen, ich bin der erste Moderator, der ein frohes Weihnachtsfest und einen Wunschwunsch. Und jetzt kommt der Nikolaus mit dem größten Sack, den die Welt je gesehen hat, mit zwei Engelchen und dem hässlichsten Hans Puff, den die Welt je gesehen hat. Und es gibt Kokosnüsse. Für jeden nur eine Kokosnuss. Kann ich jetzt bitte wieder raus? Darfst du jetzt verbeugen? Wann ist die nächste Sendung? Die nächste Sendung? Ja. Nächste Woche, so ist es. Und Donnerliebchen? Im Januar wieder. Im Januar. Im Januar, wie viel der Januar? Weiß ich nicht, Max, wenn du das bitte bei der Sendeleitung erfragst. Wink doch bitte mal schön. Winken? Ja. Also, das war's, liebe Zuschauer. Donnerliebchen. Thank you.